This is a true love. This is a true love. Man, yeah, this is a true love. Hey, yo, this is a true love. Hi Leute, in dem Video geht's um die unterschiedlichen Wege, auf denen sich jeder befindet. Es geht darum, dass alles individuell ist. Dass man sich vielleicht auf dasselbe Ziel hinaus bewegt, aber nicht für jeden der gleiche Weg richtig ist. Überhaupt gibt es da kein richtig und falsch. Jeder wird seinen Weg finden. Ja. Und dazu habe ich mal ein kleines Bild aufgenommen. Nicht so professionell hier, aber habe gerade keine andere Möglichkeit gehabt. Ich hoffe, ihr könnt es sehen. Auf jeden Fall könnt ihr euch vorstellen, in der Mitte hier. Hier seht ihr das Ziel. Und wir steuern alle aufs gleiche Ziel zu. Wir kommen vielleicht aus unterschiedlichen Richtungen. Und der eine mag vielleicht schon auf dem Berg stehen und sehen, hey, da vorne ist das Ziel. Und er ruft dann, hey, ich sehe das schon. Und der andere mag es vielleicht nicht recht glauben. Oder er weiß auch nicht, kann er ihm vertrauen, der da auf dem Berg steht. Das ist ja so eine Sache. Da könnt ihr euch gut von eurem Gefühl leiten lassen, so. Erzählt euch keinen Schmarrn, der auf dem Berg steht. Vielleicht ist da gar nicht das Ziel, vielleicht will er euch nur verarschen. Wer weiß. Aber das sagt euch das Gefühl, ob das das Richtige ist. Das lernt man zu erkennen. Auf jeden Fall ist es so: Es gibt kein richtig oder falsch bei dem Weg. Und im Grunde arbeiten alle Religionen auch auf das Gleiche zu, um mal auf Religion einzugehen. Es ist bei allen das Gleiche so. Die Welt entsteht aus der Einheit heraus. Dann kommt die Dualität, männlich-weiblich. Und männlich-weiblich trennt sich dann weiter in die vier Elemente zum Beispiel, die zwei weiblichen, das Wasser und die Erde. Und die zwei männlichen, Feuer und Luft. Und umso weiter untergliedert sich das dann. Und so ist die Welt aufgebaut. Am Ende läuft alles auf die Einheit heraus. So. Pythagoras hat mir gesagt, so. Zwei ist nicht das Doppelte von eins. Zwei ist die Hälfte von eins, weil alles aus der Einheit heraus entsteht. Erst hast du eins und daraus entstehen zwei Teile. Männlich und weiblich. Eins, zwei ist deshalb die Hälfte von eins. Die Dualität entsteht aus der Einheit heraus. Nur so nebenbei. Aber auf jeden Fall ist es so, dass es einfach unterschiedliche Wege gibt. Das mag nicht richtig oder falsch sein. Stell dir vor, du willst auf die andere Seite von dem Berg und der eine klettert über den Berg, der andere sieht, hey, da links, hinter dem Busch da drüben, da führt ja auch noch ein Weg lang. Brauche ich gar nicht über den Berg gehen, ich gehe lieber durch den Wald. Gefällt mir besser so. Es führt alles nach Weg. So alle Wege führen nach Rom. Die Wege führen alle ans Ziel irgendwann. Wenn man wirklich bestrebt ist so und dem nachgeht, was man wirklich fühlt. So. Und da gibt es nichts zu verurteilen. So, jeder muss seine eigenen Lehren ziehen. Wenn der denen glaubt, dass da oben auf dem Berg, dass es da weitergeht und dass dahinter das Ziel ist, musst du selbst draufklettern und das erfahren. So. Es gibt kein richtig oder falsch. Es läuft alles auf die Einheit wieder drauf, so drauf zu. Ja, und ich finde dieses Sinnbild einfach ganz schön so. Und am Ende wird alles immer enger und alles verfließt immer mehr ineinander. Die Kreise hier rum, so, die werden immer enger, so, wenn ihr es seht. Und es verfließt immer mehr ineinander, die Religionen, wenn man mal anschaut. Die Lehren der Religionen, es ist alles dasselbe. Heilige Dreifaltigkeit gibt es ja in jeder Religion. Und so untergliedert sich das alles. Es entsteht alles aus der Einheit heraus und am Ende geht es wieder auf einen Punkt zusammen und dehnt sich wieder auseinander und zusammen. Wie das Universum, alles ist Schwingung, alles ist Kreislauf. Und dann geht es spiralförmig in die nächste Runde so. Es entwickelt sich weiter. Ja, symbolhaftes, bildhaftes Denken ist da immer hilfreich.
Auf jeden Fall gibt es da nichts zu verurteilen und es gibt nicht den richtigen Weg. Auch wenn jetzt jemand sagt, so, hey, du musst genau so fasten, du musst 5 Tage Trockenfasten machen und dann machst du 7 Tage Wasserfasten. Nee, jeder Mensch ist individuell. Der steht vielleicht 1 Meter, 2 Meter neben dir an einer anderen Stelle von dem Kreis. Der muss vielleicht einen anderen Weg gehen. Okay? Und was richtig ist, was euer Weg geht, so, das sagt euch euer Herz, das sagt euch euer Gefühl, so. Wenn ihr dem nachgeht, dann ist es nie falsch, so. Nur wenn ihr dem zu sehr auf den Verstand hört. Verstand ist nicht schlecht, der analysiert immer alles. Aber was wichtig ist, dass ihr wieder euren Verstand benutzt und nicht, dass euer Verstand euch benutzt. Dass man wieder Meister über den Verstand wird und nicht Sklave von seinem Verstand. Dass man seinen Verstand wieder benutzen kann, wenn man es möchte. Dass es nicht ununterbrochen irgendwelche Gedanken denkt und man die ernst nimmt und ständig danach lebt und sich davon bestimmen lässt. Nein, man kann erkennen, dass der Verstand einfach nur ein Werkzeug ist. Und auch wenn der Verstand mal ruhig ist, dass das ganz super sein kann. Und dass der Verstand ein super Werkzeug ist, wenn er genau das macht, was ihr sagt. Und wenn meine Hände hier ständig einfach so hin und her zappeln. Dann ist es doof, wenn die das einfach so machen und ich will das gar nicht, wenn meine Hände ganz still und ruhig sind, wenn ich das möchte. Dann ist es super, genauso wie mit meinem Verstand. Wenn ich der Meister vom Verstand wieder bin, dann kann er mir wieder dienlich sein. Aber wenn ihr euren Weg folgen wollt, dann müsst ihr hauptsächlich auf euer Herz hören und den Verstand einfach benutzen. So, was sich gut anfühlt, was sich richtig anfühlt, das ist einfach das, was gelebt werden möchte. Das mag vielleicht im ersten Moment auch manchmal falsch erscheinen, vom Verstand her. So. Das mag völlig unlogisch erscheinen, weil dadurch kriegt man ja gar kein Geld auf den ersten Blick vielleicht oder dadurch kriegt man gar kein, was auch immer euch gerade wieder wünscht. So. Aber wenn es eine Herzensangelegenheit ist, dann ist es immer richtig. Geht dem nach so. Hört da wieder mehr drauf. Und ja, dieses Verurteilen findet auch oft mit dem Verstand statt. Es gibt im Grunde kein Gut oder Schlecht. Ein Kind schaut einfach die Welt an und das sagt er gar nicht. Dann kommen irgendwelche Glaubenssätze, irgendwelche Vorstellungen und dann wird plötzlich eine Sache zu was Gutem, zu was Schlechtem. Da kommt, ein Kind schaut sich einfach einen Schornstein an und sagt, oh, das ist ja schön, da kommt Rauch raus, schaut witzig aus. Dann kommt ein Erwachsener und sagt, hey, das verpestet die Umwelt, alles schlecht, alles schlimm, alles zum Schrott, alles nicht gut. Und dann denkt sich das Kind nur, schaut ihn verwundert, was ist dir eigentlich so aufgeregt? So. Es entsteht alles im Kopf. Ja. Dieses Beurteilen, Dinge annehmen und dann positiv daraus leben. So. Das heißt nicht, dass man alles Schlechte irgendwie akzeptieren soll, aber annehmen soll man es. Und dann selbst seine Schlüsse ziehen und selbst ein schönes Leben in die Welt bringen und als gutes Beispiel vorangehen. Ja, es bringt nichts, sich lähmen zu lassen von irgendwelcher Negativität. Geht eurem Herzen nach, macht das, was sich gut anfühlt. Und lasst ihn seinen Weg gehen. So. Erzählt, wie ihr es gemacht habt. Vielleicht ist der andere auch an der gleichen Wegstelle, vielleicht hilft es ihm weiter. Aber bleibt bei der Individualität und merkt, dass nicht alles für jeden sein muss. Ist auch gut so, ist auch schön so. So kann sich jeder Teil erfahren, wie er möchte. Ohne jemanden einzuschränken, einfach nur aus sich heraus, weil er seinem Herzen nahe. Macht's gut, Leute. Ciao.